Die Münchner Altstadt bringt scheinbar nichts aus der Ruhe. Und doch hat es im 19. Jahrhundert nur eine einzige Frau gebraucht, um die bayerische Monarchie ins Wanken zu bringen. Nach einer langen Reise kommt 1846 eine junge Tänzerin in München an. Sie marschiert zur Königsresidenz, zu einer Begegnung der besonderen Art. Mehr dazu weiß die Historikerin Marita Kraus. Das ist natürlich auch der Saal, wo die Empfänge stattfanden, wo auch Leute, die zur Audienz kamen, vorgelassen wurden. Auf dem Thron sitzt Ludwig I. von Bayern, ein alter Monarch in seinen 60ern, der die Architektur liebt, die Kunst und... Er ist ein Mann, der die Frauen verehrt. Und er hat natürlich deswegen den Ruf, dass er viele Mätressen gehabt habe. Aber ich bin da sehr skeptisch. Also er hat natürlich seine Affären gehabt. Er ist ein hochgebildeter Mann, der unglaublich vieles gesehen hat schon. Ein Kunstkönig. In der Audienzstunde wird eine ganz besondere Besucherin vorstellig. Eine gewisse Lola Montes. Mit ihren 25 Jahren hat sie schon einiges erlebt. Geboren in Irland, flüchtet sie mit 16 aus ihrem Elternhaus, heiratet und lässt sich mit 19 auch schon wieder scheiden. Als schuldig geschiedene Frau hätte sie in dem viktorianischen England überhaupt keine Chance mehr gehabt, irgendwo ein anständiges Leben zu führen. Und da erfand sie sich neu als spanische Adelige, Maria de los Dolores, de Porres y Montes, als verarmte Adelige, die jetzt tanzen muss, um sich ihr Leben zu verdienen. Sie lernte spanisches Tanzen und trat eben seitdem als Spanierin auf, hatte dann auf dem Kontinent große Erfolge. Mit ihren dunklen Haaren und der hellen Haut füllt Lola Montes diese neue Identität mühelos aus. Ihre sinnlichen, exotischen Nummern reißen das Publikum in ganz Europa mit. Ihrer Ankunft in Bayern ging eine Stippvisite im Mikrokosmos der Pariser Bohème voraus. Sie hatte wohl eine kurze Affäre mit Franz Liszt. Es werden ihr viele Liebesgeschichten nachgesagt. Und als sie mal gefragt wurde, ob die alle stimmen, hat sie gesagt, es sind vielleicht ein paar mehr als die normale Frau, aber lang nicht so viele, wie sie denken. In München überredet die Tänzerin Ludwig I. von Bayern, ihr die Türen zum Nationaltheater zu öffnen. Und so erhält sie einen Auftritt gleich neben der Königsresidenz. Sie muss eine unglaubliche Bühnenausstrahlung gehabt haben. Es gibt von einem Kritiker den Satz, sie tanzt mit dem ganzen Körper Casanovas Memoiren. Das heißt, sie hat eine sehr sinnliche Ausstrahlung gehabt. Sie hat in ihren Tänzen, also wird beschrieben, dass sie alle Gefühle ausdrücken kann. Und Ludwig ist total hingerissen nach diesem Auftritt. Lola Montes lässt sich in der bayerischen Hauptstadt nieder. Wenn sie nicht im Theater auftritt, schlüpft sie immer tiefer in die Rolle der Vertrauten des Monarchen. Und da jeweils hat Ludwig sie besucht, teilweise mehrere Stunden am Tag, was natürlich allgemein bemerkt wurde und was natürlich auch zu sehr vielen Projektionen Anlass gab, weil man natürlich gedacht hat, die haben sich jetzt stundenlang irgendwie vergnügt miteinander, aber de facto haben sie sich einfach nur sehr gut unterhalten. Teilweise haben sie auch ein bisschen gekuschelt auf dem Sofa, aber viel mehr war es nicht. Nach einigen Monaten in München hält die Tänzerin Einzug in die ganz eigene Ruhmeshalle Ludwigs I. Ihr Porträt wird in die Schönheitsgalerie aufgenommen. In diesem Saal im Schloss Nymphenburg hängen, gleich einer Trophäensammlung, die Porträts der schönsten Frauen, mit denen der König Umgang hatte. Doch bei dieser Ehre allein bleibt es nicht. Sie ist ja im August 1847 ernannt worden zur Gräfin von Landsfeld. Und Gräfin ist natürlich ein sehr hoher Titel. Also insofern war das eigentlich ein Titel ohne Reich, wenn man so will. Der Titel verhilft ihr nicht nur zur Ehre, sondern auch zu einer beachtlichen Rente. Aber sie ist auch eine, die gute Tipps gibt. Sie sagt dem König im April 1847, er soll doch aufpassen mit den Getreidepreisen. Denn da gäbe es ganz großen Unmut in der Bevölkerung. Diese misstraut der vorgeblichen Spanierin. Sie hat sich in den engsten Kreis des Königs eingeschlichen und jetzt mischt sie auch noch in Staatsangelegenheiten mit. Man hat ja gesagt, Lola hat politischen Einfluss und hat ihre Günstlinge positioniert. Das heißt, einer dieser Günstlinge war eben Bergs, ein
auch ein Minister, ein Beamter, den sie dann eben vorgeschlagen hat als Innenminister. Und Innenminister war natürlich wichtig, weil das war der Polizeiminister. Und deswegen hat man ihn den Lola-Minister dann genannt, weil er eben auf ihre Empfehlung hin dorthin gekommen ist. Und es gibt dann auch das Gerücht, dass sie dann jeden Morgen mit einer dicken Mappe voller Ideen in das Ministerium gewandert sei, um dort mit Bergs zu konferieren. Wie weit das stimmt, weiß man nicht, weil letztlich ging es dann doch wieder über den König. Im Februar 1848 stehen die Zeichen in Europa auf Revolution. Das bayerische Volk ergreift die Gelegenheit, um die heimliche Beraterin des Königs zu Fall zu bringen. Ihre Wohnung wird von den Aufständischen gestürmt. Lola Montes versteckt sich in einem Café. Doch sie wird entdeckt und verfolgt. Es war eine große Unruhe, die Polizei kam, Lola kam noch dazu, sie wurde mit Pferdeäpfeln beworfen, mit allem floh dann in die Theatinerkirche hier. Sie wurde dann mit Zwang in die Kutsche gesetzt und dann durch die Menge, die da vor dem Haus protestierte, in großem Tempo durchgefahren. Es war die Gefahr, dass sie wirklich gelyncht wurde. Es war so eine aufgeheizte Stimmung. Und sie wollte nicht weg. Also sie ist nicht geflohen, sondern sie wurde sozusagen wegexpediert aus München. König Ludwig I. ist gezwungen, seine Mätresse ziehen zu lassen und muss dann auch bald abdanken. Nach einem Intermezzo in der Schweiz emigriert Lola Montes in die USA und nimmt dort ihr Leben als reisende Tänzerin wieder auf. Ihre politische Karriere hat keine 2 Jahre gedauert.